Dragon's Den. Okay, hier sind ganz viele von denen anscheinend. Okay, stopp. Das ist Team Saturn. Wenn er sowas hat, dann mache ich mal Burner nach vorne. Was hat er? Der Saturn Grand. Okay, die haben Elektropokes. Okay, das Team Saturn scheint Elektropokes zu haben. Das ist schlecht. Ich habe nämlich keinen Boden, der stark genug wäre. Na, Pikachu weg. Ich lasse einfach Burner. Verdammt, Statik. Aber ich habe hier Paralyze Heal. Ja, ich würde sagen, ich lasse einfach mal Dings vorne hier. Was gibt's denn hier? Wilde Kadabras. Wie geil ist das denn? Ultraball. Geht's weiter? Was ist der rechts noch? Der Machox? Okay, hier stimmt was nicht. Wahrscheinlich gibt es hier auch noch Alpollos und sowas. Okay, Golbat hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Das habe ich jetzt nicht auf der Leine. Aber warum gibt es hier Kadabras und Machox? Das irritiert mich gerade ein bisschen. Saturn war ein Pikachu. Ein 50er. Und ein Reitschuh auch noch. Ja, komm, bleib mal drin. Hehe, machen wir einfach mal Schaufler. Kuckuck. Oh, das steht noch. Du Monster. Ach, scheiß Statik. Aber alles gut. Ich habe noch ein paar Paralyze Heal und Full Heal habe ich auch noch. Interessant, ne? Was die hier so einbauen? Ein Dratini. Fire Punch. Hehehe. Ist voll brutal. Oh, schöne Range. Ah, das Team Saturn. Das kommt mir aber irgendwie bekannt vor. Haben wir das schon mal gehabt? Und wenn ja, kann ich mich gerade echt nicht zurückerinnern. Ist Team Saturn schon mal aufgetaucht in diesem Game? Oh, es brennt. Oh, das ist uncool. Na klar. Ist Team Saturn hier schon mal aufgetaucht? Woran erinnern die mich, ey? Ich bin mir sicher, dass ich die noch nie zuvor gesehen habe. Nein, weg. Naja, okay. Ball. Voll schlecht. Fire Punch ist deutlich stärker als Flame Wheel. Och, richtig krass wieder. Was? Elle, was? Ach, Fritzelblitz. Haben die auch, okay. Ah, oh, der kann ja auch Statik. Das ist das einzig Nervige hier gerade. Der Rest ist easy. Merk gerade, ich habe mein Schweinchen ja gar nicht dabei. Scheiße. Da gehen ihm viele Erfahrungspunkte flöten. Naja, egal. Mehr für die anderen. Ey, muss das sein? Der hat sich hier voll eingemauert. Hi, Typi. Oh, du hast mich gerettet. Electrode. Ach, Menno. Super Potion. Magneton finde ich gut. Da ist Fire Punch nämlich ein sicherer One-Hit, weil das zwei Typ Stahl hat. Hehe. Bin ich denn hier gelandet? Dragon's Den. Ein wildes Evoli. Okay, der Ort fasziniert und verwirrt mich. Da oben lag noch ein Item, das hätte ich auch noch gerne gehabt.
Muss ich mir später mal holen. Na komm. Eliminate you now. And I have a chance. Doch klar, als wir nach Teak City gegangen sind, da war die doch auch schon mal. Damals, ja. Damals ist gut, hier liegt ja auch eine Zeit lang zwischen den Aufnahmen. Ah klar, wir waren damals in Teak City, da waren die auch. Warum hat der einen Baldorfisch? Warum? Oh well. Ah, komischer Typ. Oh, und warum sind hier überall diese blöden Steine im Weg? Was soll das denn? Ich möchte doch nicht kaputt, der bringt mir doch nichts. Think you can take on Team Saturn? Haha, don't make me laugh. A punk like you, ja, ja, genau. Ich bin der Punk, guck dich mal an. Was zum Geier? Jetzt haben die auf einmal Wasserpokes. Autsch, das tut weh. Ach, doch nicht wirklich. Das ist immerhin Mechel, ne? Das ist scheiße. Was war das? Keine Ahnung, bleib drin. Alan Lumpy! Okay, Lumpy passt noch zu Team Saturn, ne? Renaud, was zum Geier? Oh Gott, nein. Nein! Er hat sogar gekontert. Das ist Ryu. Sludge Bomb weg. Ist so. Gott, Gott, Gott. Okay, die werden undurchsichtiger. Das gefällt mir nicht, wenn ich ehrlich bin. Gar nicht gefällt mir das. Es ist, hier gibt's gar nichts. Totale Verschwendung. Dicta. Oh Gott, jetzt kannst du von Dicta nicht abhauen, weil der sein bescheuertes Ausweg los hat. Nervig. Bringt ihm null. Zack, 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 zack. Du auch noch, komm her. Oh, now it's time to shine. Jedenfalls, zeig mal, was du kannst. Er hat wieder Elektropokes. I'm confused. Diese scheiß Statik, ne? Smogmog. Leider keinen One-Hit. Aber ein Two-Hit ist auch noch in Ordnung. It's not my day. Ne, das sehe ich auch so. Paralyze Heal? Nein. Dankeschön auf Burner. Kleinstein, auch nicht irgendwo ein Mist. Okay, da geht's runter. Warum muss ich denn hier so oft zertrümmern? First our boss makes us guard a few rocks and now I find a kid down here. What is going on in this place? Aber wir sind nah dran. Magnemite, perfekt. Das läuft von selbst. Ich bin aber echt gespannt, was da gleich... Voltrop ist auch kein Problem. Was da auf mich zukommt, Wir haben uns ja noch den Orden holen müssen, ne? Oder haben wir den gerade... Ich hab wieder... Verdammt nochmal. Ich bin echt gerade nicht auf dem Schirm, ob wir den jetzt gerade gekriegt haben oder ob wir den jetzt den holen müssen. Oder verdienen müssen. Ich werde das mal durchgelesen, was die gesagt hatte. Ach, egal. Okay, komm her. Ich fight mir natürlich auch. Welcome to hell. I'm going to send you back to the playground, kid. Okay. Elekid, nice. Kann, glaube ich, auch Statik, oder? Voltorb. Easy kill. Magnemite, noch easier. Also Burner macht hier echt alles perfekt. Und, boah, ein Ampharos. Na klar. Da haut er noch so ein Viech raus, ey. Weißt du, nur Schrott und auf einmal kommt Ampharos. Static. Nice, da ist der Sieg.
Und 54 für Burner. Der Speed 4 dazu gekriegt. You're incredible strong. I know, I know. Können wir mal ein bisschen Super Potions schmeißen. Die haben wir ja auch noch. Fina kriegt auch noch eine. Genauso wie Ryu. Damit wir so ein bisschen... Ich habe nämlich das Gefühl, dass jetzt gleich der Gegner kommt. Ultraball. Wie ist denn hier so was? Was zum Teufel? Oh, wilde Potrots. Ich liebe Potrot. Okay, da muss ich runter. Da komme ich sonst nicht weiter. I must not let you go any further. Ich bin vollkommen baff gerade. Scheiße. Ich überhaupt nicht weiß, wohin mit mir hier. Weil ich nie erwartet hätte, dass das Ding so weitläufig ist. Ja, voll cool. Sondern ich keine große Lust habe, wenn ich ehrlich bin. Moment. Was Pipi bei der? Aha, dann ist es das hier. Da ich keine Lust habe, wirklich auszuwechseln, nutze ich einfach einen Äther. Ist zu geier. Komisches, verbuggtes Wasser. Ultraball gefunden. Also, wenn wir die ganzen Bälle, die wir hier finden, das sieht nicht gut aus. Dankeschön. Firestone, okay. LOL, wildes Hentoxa. Geil. Alter, jetzt haben wir hier schon so ein Schieberätsel drin. Ein Sneeble. Wie cool. Komm mal her, Typi. Welcome to hell. Ich weiß. Saturn Admin Z. Alter, sieht ja scheiße aus. Shelder. Okay, ein Shelder habe ich nicht mit gerechnet. Fina muss rein. Aha, Protecting daneben. Jetzt kannst du es ruhig machen. Nice, one hit. Noch ein Shelder. Bleib mal drin, hat aber wahrscheinlich noch einen Ausdruck, ne? Warum hat ein Team Saturn, die eigentlich anscheinend nur Elektropokes haben, jetzt ja auch Wasser? Und ein Cloyster, aber klar. Alter, Ausdruck sieht ja komisch aus. Aber gibt gute Erfahrung. Oh, 2000. Richtig nice. The boss ain't gonna be happy. Okay, kommen wir nicht weiter. Wir müssen also mit Stärke arbeiten. Warte mal. Der da unten, der muss. Ja, ich, den da unten muss ich nutzen. Ich kann ja nicht. Oder ist das ein Porter? Ich teste mal eben. Könnte genauso gut ein Porter sein, ne? Ich teste mal. Ja, ich glaube nicht. Den kann man da kann man ja nicht links drauf schieben. Protogel. Erstmal will ich den Pokéball da unten haben. Ice Seed. Ach guck, da geht's zurück. Was ist das? Ich mache einen Safe State davor gleich, weil ich wissen möchte, was das ist. Wenn es ein Porter ist, will ich hier noch nicht auschecken. Falls ich nicht zurückkomme, ne? Ja, das ist gar nicht so doof. Ich will für den Protected Zone. Ach, guck an, cool. Was zum Geier? Hä? Hab ich denn jetzt gelandet? Was ist denn hier los? Hä? Team Saturn Hideout? Was? Was ist hier falsch? Leute, was ist hier? Geht ja etwas gar nicht richtig. Das ist falsch.
Was ist denn das hier? Jetzt bin ich auf einmal hier in Team Rocket Hideout. Team Saturn. Lol. Oh, Sludgebomb gar nicht mal so stark hier. 3-Hit ist das nur. Was ist denn das kleine Sackgesicht heilt? Pokéball, Doppelpotion. Geht's hier runter? Typi. It's my job to protect my boss. There's no way I'm letting you into the boss room. Ach, da ist der Bossraum. Ah, okay. Lol. Admin Ralph. Kingler. Ah, na super. Burner ist natürlich vorne. Ist richtig gut. Mit Final Touch. Boah, das ist echt. Mudshot, das ist schlecht. Das senkt meinen Speed, aber kein Problem. Thunder Punch könnte das Kingler sogar killen. Jawohl. Sea King. Ah, ne, Sea King ist ein Gold King, da bleiben wir drin. Aber bei Sea King, denke ich mal, wird ein Thunder Punch nicht reichen, oder? Ne. Boah, knapp die Hälfte nur. 42 sind die auch hier schon. Und Yugong. Ah, Yugong ist schlecht. Yugong ist sehr, sehr schlecht. Macht zwar Schaden, aber ja, das war's für mein Fina. Nein. Ich hol mal Ryu. Ich will mir vorstellen, dass er noch heilt. Richtig. Aber Ryu kann ja schön mit Sludge Bomb angreifen. Nice. Poist. Dann ist es ein Two-Hit. Er ist down. Keine Angst, Ryu. Das war's. Perfekt. Sorry, Boss. Kriege ich aber erst den anderen Weg, weil ich wissen will, was da rumfleucht. Alter, ein Hideout ist hier. Aber klar, Team Saturn habe ich auch überhaupt nicht mehr dran gedacht. Wer denkt denn an sowas? Ist nur schade, dass ich mein Schweinhub gerade nicht dabei habe, aber dann muss ich das halt offscreen mal hochtrainieren. Okay, hier gibt es nur ein Item. Waterstone. 21. April, the rocks have changed into a different shape. It is beginning to look like a Pokémon. Was? Die Felsen haben sich bewegt und sehen aus wie ein Pokémon? Ist hier von Regirock die Rede? Revive. So, gehen wir da rein? Wir gehen da rein, aber nicht bevor wir vorher gesaved haben. Was ist das denn? Temple of Rock. Hey, what are you doing here? You must be a pretty strong trainer to get this far. Are you here to see the boss? Then you will have to take all three of us out first. Easy. Oh, Edmonds. Doch nicht so easy. Okay. Fire Punch. Ampharos, ne? Ah, Thunderwave, du Sack. Das halt er erstmal, ja, ist abzusehen. Aber das ist mal echt nice. Das ist ja nie, so, nie erwartet, dass sowas noch passiert hier. Ich hätte gedacht, jetzt gehst du erstmal straight einfach zur Pokémon-Liga. Was steht da? Ach, Voltenso. Oh oh. Einen halte ich vielleicht noch aus. Hahaha, one hit. Jolteon, da möchte ich gerne wechseln. Fina. Bedroher gewirkt, perfekt. Und Bite. Blitzer sogar schneller. Ja, ah, Blitzer ist auch eins der schnellsten Pokes, ne? Oh oh. Nein, das ist ein Vorhit. Der nächste. Hey, boys, this one's pretty strong. Admin Dan.
Magneton ist gut. Sofort. Oh, ich kann ja nicht heilen. Oh, shit. Ach, Kacke. Okay, Suicune rein, opfere dich. So, Revive. Zack, jetzt können wir mal 1, 2, 3 Runden heilen, denn Suicune hält ja eben eine Weile aus. Voll geil. Wenn wir Suicune als Opfer reinschmeißen. Hyper Potion auch für Fina. So, ich bin wieder geheilt, ich bin bereit. Er macht nur Lock-on. Kannst auch ruhig angreifen, ne? Mach mal Bubble Beam. Warum macht der Sonic Boom? Der könnte mit Spark doch so viel Schaden machen. Nice, jetzt trollt er mich. Und also, wir haben ihm die Hyper Potion rausgezogen. Verzeihung. Warum öffnet jetzt meine Nase? Was ist denn da los? Der macht nur Sonic Boom, wie dumm. Der Magneton down. Leider die Erfahrung verschwendet für. Oh, nee. Doch nicht ganz. Electrode, da holen wir mal Ryu rein. Toll. Nice. Schöner Schatten. Nein, das hält's aber aus. Wollte gerade sagen. Ryu hat eine super Verteidigung. Jetzt habe ich nicht geguckt, was da stand. Egal, wir holen Burner rein. Was zum? Warum ein Voltilam? Voll sweet. Nein! Arsch! Na komm. It's my turn now. Say your prayers, kid. Was? Great work. Just truly magnificent. You were able to find Team Zatoon's hideout. I will take care of this loser. You go on ahead, Duran. We have no idea what's come on. Here, let me give your Pokémon some medicine. Oh, danke schön. Good luck, Duran.